Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin CDB, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge. Wir sind immer noch unterwegs in Teltow und zwar schauen wir uns heute nämlich die Linie 626 an. In der letzten Folge hatten wir die Linie 665 und diesmal geht es halt von Heinersdorfer Weg nach Stahnsdorf-Waldschenke. Das möchte ich mir gerne mit euch gemeinsam hier anschauen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Natürlich haben wir hier wieder das C2. Also unser Mercedes C2 Modell hier mit dem Regiobus Repaint und es ist Dämmerung, also es wird, das sieht voll gruselig aus hier, das Gesicht hier von der hier. die Sonne geht unter, aber sternklare Nacht und ja, so sieht es aktuell draußen bei uns auch aus, deswegen finde ich, passt ganz gut. Von daher würde ich mal sagen, springen wir mal rein, starten den Bus und rüsten allgemein einfach mal diesen Bus mal so ein bisschen auf. So. Also los geht's. Natürlich sollte eigentlich Tracker Air auch wieder mit dabei sein, hat er bloß wieder nicht genommen. Okay, jetzt funktioniert das Ganze wieder. Und Dienst anmelden. So, 15.06. Nachdem wir uns ja im letzten Mal ja doch, also ich war echt überrascht gewesen, muss ich sagen, was hier eigentlich alles noch so drin steckt. Auf der Karte X10, wir sehen auch so ein ganz schönes Stück. Aber Fliederstraße, Holzdorf, Stahnsdorfer Straße, Grünpark, okay, Briefzentrum. Nee, das sagt mir tatsächlich jetzt alles ein bisschen relativ wenig. So, in 7 Minuten haben wir Abfahrt. Wir werden natürlich die Abfahrt ein bisschen vorziehen. Und da haben wir natürlich schon die Dame, die mitfahren möchte. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo. Ja, wunderschön. Wir werden aber auch erstmal die Kasse hier reinmachen und den Bus auch erstmal starten. So. Dementsprechend auch das Licht hier anschalten, das wäre natürlich auch eine coole Sache. Und ja, lassen wir mal kurz ein bisschen arbeiten. Ja. So, da hinten sitzt drin die Dame. Wir werden uns mal die Hilfspfeile anmachen, weil tatsächlich bin ich das Ganze hier noch echt nicht gefahren. Ich glaube, wir fahren uns jetzt hier auch nicht so groß. Das wäre jetzt natürlich eine coole Sache. Wenn jetzt die Zeit noch ein bisschen vorspulen. Na toll. Jetzt kommt wieder Loading AI. Ach, super nervig. Nee, auch ein Dankeschön für den Kommentar, dass es ein kleines Fahrplan-Update gab, wo man halt den SEV der U-Bahn und der S-Bahn fahren kann. Ich habe mir das Ganze natürlich schon bereits angeschaut. Hallo. Und ich kämpfe leider mit ein paar technischen Schwierigkeiten, denn die Fahrzeuge werden mir wieder mal schwarz angezeigt teilweise. Also man sieht sie relativ spät. Irgendwann wird es dann unsichtbar, das Fahrzeug. Also dass man die Fahrzeuge dann nur noch erahnen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. 4 GB Patch ist installiert. Die Settings, die sind eigentlich hier drin, dass das Ganze funktionieren sollte. Die Karte ist auf Standard zurückgesetzt worden. Also die ganzen Porsches und hast du alles nicht gesehen, sind raus. Also von daher sollte eigentlich da nichts sein. Aber ja, das ist irgendwie was nicht so hundertprozentig funktioniert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also so wie es aussieht, fahren wir erstmal nur geradeaus weiter. Was ist jetzt los? Sollte vielleicht noch die Handbremse lösen. Und jetzt können wir los. So. Auf jeden Fall bin ich dran. Das würde ich euch gerne auch noch zeigen wollen, das Ganze. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann können wir die X10-Karte jetzt auch mal so ein bisschen ausschlachten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier irgendwie keine Ansagen sind, hier auf die hinteren. Das finde ich ein bisschen schade. Müsste man sich mal die Mühe machen, Linie abfahren und sich das Ganze dann rausholen. Och, geh doch zu, Mann! Einfach nur mal hinhören, was der Busfahrer hier sagt. Das ist eine coole Sache. Ach,
gar nichts. So, nach links rum bitte. Oh, mitten in der Kurve ein Ladehänger. Wir haben immer noch einen Ladehänger. Das ist immer so der Grund, warum ich OMSI immer so ganz toll finde. Und jetzt schon wieder ein Ladehänger. Weiß nicht, irgendwie habe ich mir die Karte X10 irgendwie gefühlt zerschossen. Ja, geht gleich weiter. Ich weiß nicht, was denn sein Problem gerade hier ist. Ja, das musst du leider entschuldigen. Ach ja, OMSI ist ein tolles Spiel manchmal, aber sowas von. So, 626, wir fahren nach rechts. So. Ja, könnt ihr rein, könnt ihr rein. Hallo, hallo. Ich mag das immer mit dem Licht. Mag ich schon bei Lotus. OMSI sieht es jetzt nicht so schön aus wie in Lotus, wenn die Sonne so untergeht und mit dem ganzen Licht und alles was. Also, ist schon schön, ist schon schön. Man kann ja nicht immer nur tagsüber fahren. Ja. Wollen ja mal hier so ein bisschen. Das ist immer so schade. Ich glaube, die letzte Fahrt ist hier irgendwas so mit 20, 21 Uhr oder sowas. Dann gibt es hier nichts mehr. Das ist immer schade. Dann hast du halt bloß die 601 X1 und dann war es das. Aber hier zum Beispiel sowas wie die 626 hier. Und dadurch fahre ich sie halt so gut wie nie. Ne? Also, das ist schon ein echter Unterschied hier. Deswegen holen wir das Ganze jetzt nach und dann. Werde ich wahrscheinlich sowieso in einem halben Jahr wieder vergessen haben und. Ich habe diese Linie irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Geh doch mal weg hier. Das ist natürlich auch gut hier. Wie soll ich denn das machen? Niemals durch. Hat geklappt. Sieht schön, wenn da Autos stehen, ne?
Es ist fantastisch, wie weitläufig das Ganze hier ist, wirklich. Ja, Fahrgäste drin, ja. Hier will keiner rein und raus. Schon wieder ein bisschen zu schnell wieder unterwegs hier. Natürlich nicht so schön. Ey, das sind so Sachen, ja, wo ich mir auch mal so denke, so Wahnsinn. Jetzt mal ehrlich, seid ihr diese Linien hier auch mal abgefahren oder wisst ihr davon jetzt auch nichts? Also wie gesagt, mir ist das halt wirklich das erste Mal richtig aufgefallen, wie gesagt, halt bei der Leitstellenfahrt, wo wir X10 hatten und ich hier unten so Telte übernommen hatte und dann gesehen hatte, dass es da eigentlich noch viel, viel mehr Linien, also wie diese Linie jetzt hier zum Beispiel gab. Das war für mich absolut mal jetzt ein Grund, da mal reinzuschauen. Zwar nicht mal so ausdetailliert jetzt wie sonst auf der Karte. Straße. Dorf. Davon aus, er meint geradeaus weiter, Stahnsdorfer Straße. Ach ja, ist schon was Feines hier alles. Ist schon was Feines. Zum Beispiel. Also das würde ich super, super gerne jetzt alles in Lotus nachbauen wollen. So Telto haben wir uns ja, sind wir gerade dabei, oder hatten ja mal angefragt, ob wir uns Telto nicht reservieren lassen können. Bis heute keine Antwort aus dem Lotus Forum bekommen. Ist immer stark denn sowas. Dann wurde alles reserviert, ja, und dann planst du da irgendwie mal was, was vielleicht machen könnte.
Ah ja. Stimmt schon. Hier steht Ruhlsdorf auf jeden Fall. Hallo. Oh, ja, hallo, hallo. Hallo. So, jetzt müssen wir hier lang. Ah, jetzt geht's wieder zurück, ja? Lass uns gucken. Ja, ja. Okay. So, hier waren wir ja schon mal. Durch die Starnsdorfer Straße. Ne. Waldschenkel, genau. Müssen wir links rum. Schön die Ampel versteckt hier. So. Genau, wie voll das jetzt da wieder ist, ja. So, und ab wieder nach Teltow. Und wir müssen geradeaus weiter, alles klar. Es ist schon alles sehr eng hier. Das Problem ist, mein Kopfhörer sind gerade irgendwie Batterien leer. Das sieht man auch nicht so oft. Jetzt bin ich hier kabelgebunden und jetzt bin ich hier super eingeengt, was so jetzt im Lenkrad angeht. Aber naja, was soll's. Letztes Mal sind wir ja rechts rum, also die erste Ausfahrt raus im Kreisverkehr. Auf der Linie 625, auf der 626 geht es zweite raus, Mühlpark. So, hallo, wunderschönen. Oh, deswegen mal gucken, ob wir hier nicht mal ein Bild machen können von... Das ist jetzt zwar nicht so spektakulär. Aber wir haben sowieso ein bisschen Zeit, von daher passt das. Das ist ein schönes Repaint, finde ich. Ja, ich wollte mir mal die anderen Repaints angucken. Allerdings waren die jetzt nicht so. Hat er mir sie nicht angezeigt oder wollte sie nicht oder. Also ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden. Ne? Hat er erzählt gehabt, dass er was für ein Solaris dabei ist. Aber hauptsächlich eigentlich nur für die C2s.
Ja, ich bin ja jetzt ja nicht so der große C2-Fan. Ist ja nichts mehr Neues, ne? Sollte ja schon bekannt sein, dass ich ja da jetzt nicht so drauf schwöre wie viele andere. Ja. Aber mir fehlt so irgendwie so dieses gewisse Solaris Repaint, ja, so dieses Regobus von Solaris, ja, das ist doch ist auch hübsch. Weiß ich nicht, warum das nicht dabei war. So, ich sehe gerade, dass ich die Pfeile gar nicht mehr anhab. Oh, hier ist eine deutsche Post. Zentrum. Krass, krass, es ist wirklich krass, was hier drin steckt, ja. Wenn du dir mal so überlegst, ja, du könntest von Kudamm, könntest du direkt hierher fahren. Von The City fährst du raus aufs Land, ja. Wahnsinn. Also deswegen ist immer noch und ich glaube, davon werde ich auch nicht runterkommen. Ja, das X10-Addon ist eines mit der besten Strecken-DLCs, die man kaufen kann. Ist zwar nicht mehr up to date, weil es ist schon ein paar Jährchen alt halt, ne? Aber so im Großen und Ganzen, was du geboten bekommst, der grüne Weg ist auch nicht mehr. Wie ist es? Ja, wir haben wieder Verfrühung. Sollen schon wieder aufpassen. Fast 3 Minuten Verfrühung, Wahnsinn. Tja, wenn nun mal nichts los ist, ne? Wenn hier so ein bisschen tote Hose ist. Tick-tack, 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 tick-tack. Ja. Ja, wie gesagt, also könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten. Ich habe auch schon gelesen, dass einige doch die Linien schon kennen und sehr, sehr gerne fahren halt. Also warum kannte ich sie halt nicht, ne? So ein bisschen schade. Das ist so echt, wo man wirklich so denkt, ja, man hat eigentlich alles gesehen, aber dabei kenne ich meine absolutes Addon, was ich so jedes Mal empfehle, kenne ich scheinbar gar nicht richtig. Ja? Wenn ich nicht mehr wusste, dass diese Linien hier existieren. Das ist Wahnsinn. Ja, naja. Ne, wie gesagt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Bin ja mal gespannt. Ist so schade, dass das Ding hier nicht mehr erweitert wird. So ein DLC vom DLC zum Beispiel oder sowas, ja. Das wäre geil. Würde ich das unterstützen? Ich meine, deswegen bin ich ja eigentlich so ziemlich zufrieden, dass Projekt Potsdam ja dran sitzt und das Ding jetzt modernisiert. Ja, so Teltow. Meine Kuda bin ich jetzt auch kein Fan von, muss ich gestehen. Ja, ist jetzt nicht so meins. Ja, aber hier so Teltow oder sowas, wenn du so komplett Teltow hättest, das wäre schon eine richtig geile Sache.
Das ist schon, wie gesagt, also bin dann da auch mal einer, der so immer so ein bisschen finanziell immer so ein bisschen unterstützt dann halt. Ja. Also, da kommt dann doch schon mal die eine oder andere Spende. Ja. Man kann es ja nicht wirklich verkaufen, weil es halt nicht das eigene Produkt, ich sag mal, ist. Aber sowas als Payware-Addon würde ich sofort kaufen. Ja, und deswegen hatte ich es ja angeschrieben, sind wir ja am Überlegen, ob wir das Ganze nicht hier so für Lotus machen. Aber wie gesagt, wir kriegen da irgendwie keine Kacheln dafür, weil die halt schon reserviert sind. Vom, ja, ich glaube vom Entwickler selbst sogar bei Lotus. Und der Fazit da schon dementsprechend angefragt hat, ob wir da nicht die Sachen haben können, dass wir das dementsprechend bauen können, würde ich mich sofort ransetzen, wirklich. Ach, hier sind wir. Jetzt weiß ich auch, wo wir rauskommen. Alles klar. Oh, Keule, du könntest viel, viel weiter fahren. Nun fahr jetzt. Fahr! Ich will auch noch rüber. Ich will auch noch rüber hier. Will man raus, alles klar. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt dadurch unsere Verfrühung jetzt raus haben, diese 3 Minuten oder was da war. So Leute, Endhaltestelle, Waldschenkel. Coole Sache, völlig spitze. Ja, mal gucken, was uns hier noch so auf uns wartet hier. So, 6,26 da hinten sogar. So, und damit haben wir es abgeschlossen. Ja, Leute, das war's von meiner Seite hier. Die Linie 6,26. Wundervoll. Also, wie gesagt, ich wusste davon persönlich nichts, bin aber ziemlich überrascht, 2 neue Linien kennengelernt zu haben hier auf der KTX 10, die mittlerweile schon gefühlt 1000 Jahre alt ist. Aber siehst du, auch 1000 Jahre alte Karten können immer noch ein bisschen überzeugen. Sehr gerne könnt ihr in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Die Linie 626, seid ihr schon mal so abgefahren oder ist es jetzt zum Beispiel auch was komplettes Neuland für euch gewesen? Dann nutzt die Kommentarfunktion. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen. Freue ich mich sehr drüber. Und sonst ja, sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge. Haben Sie hier wieder. Bin gespannt, was wir dann so da anstellen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.